willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Es ist Herbst und der Micha ist voll dabei. Absolut, weil heute ist unser Thema, ihr könnt ihr gucken, eine herbstliche Deko mit Kürbissen und ein selbstgemachtes Windlicht. Es ist noch nicht ganz trocken, aber am Ende des Videos werdet ihr die Bilder sehen, nach 24 Stunden, wenn sie trocken sind. Also ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Los geht's und hier haben wir unsere Basis. Heute habe ich mich hier für 3 Kürbisse entschieden. Und zwar einmal hier den großen weißen und den grünen, finde ich auch fantastisch. Und einfach nochmal eine kleine Variante in gelb, orange. Und nochmal dazu gesagt, die schmecken alle 3 fantastisch. Dieser auch, der ist noch etwas jung, ist ein Edelkürbis und ist auch wirklich, wirklich lecker. Aber heute werden sie erstmal dekoriert, bevor sie dann irgendwann gegessen werden. Und was habe ich hier heute aus dem Garten? Da muss ich mal eben zeigen, guck mal, Micha, das ist doch wunderschön, oder? Das ist alles ja, ein Hortensienbusch. Und guck mal, was für verschiedene Farben das sind. Also, die sind wirklich inspirierend gewesen. Die habe ich geschnitten, genauso wie von der Thuja, Lebensbaum, kennt ihr wahrscheinlich auch. Habe ich ein paar Zweige rausgeschnitten. Dann eben gerade mit Sophie. Die nicht, das ist eine Zimmerpflanze von mir. Die Farben fand ich auch wunderschön. Guck mal, das ist so richtig glänzend und samtig. Und das ist total interessant, weil die habe ich nämlich gerade gekauft. Und die kommt auch in den Garten. Und ich zeige euch einfach nochmal, die heißt, jetzt muss ich mal eben einmal gucken, Variegata. Genau. Ich glaube, es ist so eine Art Efeu. Und hier hinten steht es aber dann auch nochmal, dass sie sich rötlich färbt, gerade zum Herbst. Und also ich bin gespannt. Ich fand das wirklich ganz interessant. Und da habe ich mir jetzt ein paar Blätter von abgeschnitten. So wie eben gerade mit Sophie habe ich mir aus dem Wald eben noch ein bisschen Farn. Und was habe ich hier noch so kleine Blätter habe ich mitgenommen. Und was wir eben noch auf dem Boden gefunden haben, finde ich auch total schön. Geht jetzt langsam los von den Eicheln. Ein Eichenbaum. Und was wir noch haben, ich habe hier ein großes Glas. Das ist eine ganz normale Vase. Die war total günstig. Die habe ich bei IKEA gekauft. Dann hier einmal diese Echtwachskerzen, die haben wir immer auf Hof Oelkers. Die sind wirklich das ganze Jahr total perfekt, weil die hat auch einen Timer. Und heute wieder unseren Pottschleim und ja, 2 Pinsel. Und ich würde sagen, es geht los. Wir fangen an mit dem Leim, also mit dem Potsch. Und da mache ich mir jetzt erstmal so ein bisschen hier auf den Teller rauf. Den Kürbis habe ich vorher jetzt gerade gewaschen und richtig schön abgetrocknet. Und jetzt, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Weißen an. Und ich werde jetzt hier den Leim nehmen und mein Blatt von hinten richtig schön mit dem Potsch bestücken. Guck mal, das krisselt sich hier schon ein bisschen, aber ist egal, ist ja Natur. Deswegen einfach hier richtig schön den Leim rauf machen. Jetzt kann man den Leim hier oben drauf machen. Guck mal, kann man sich auch so ein bisschen schon in Form legen. Das kann ruhig ein bisschen mehr sein. Ich schneide mir hier ein bisschen ab, weil das ist doch ein bisschen lang. Aber jetzt ist es natürlich wirklich eine Sache der Deko und jeder kann jetzt sich das so bestücken, wie er gerne möchte. Ich finde das so ganz gut. Ich habe mir das Dicke oben abgeschnitten, dann hält es auch ein bisschen besser und werde das jetzt auch komplett einmal rum. Das Farn wieder von hinten mit Leim machen und das mache ich jetzt einmal rundherum. Den Farn haben wir drauf und guck mal, wir zeigen euch das.
Also das ist so schön mit dem Weiß und diesen richtig tollen, saftigen Grün. Und ich finde jetzt hier, ich habe das jetzt nicht so, ich habe jetzt hier vier Stück, ne? Vier, eins, zwei, drei, vier. Und hier haben wir ja noch die ganzen kleinen. Und die kann man natürlich jetzt noch super so dazwischen setzen. Und das werde ich jetzt noch mal eben machen. Richtig Spaß und ich finde das richtig entspannt, oder Micha? Ja, das sieht auch richtig gut aus. Ja, und du entspannst auch richtig. Ist ganz ruhig hier bei uns. Und genau, jetzt haben wir hier schon mal die grüne Basis und ich glaube, ich werde jetzt, finde ich auch total schön, guck mal, dieses Weinrot, das ist jetzt auch richtig schön herbstlich und ich glaube, da werde ich mir jetzt hier schon mal ein paar Blätter drüber legen. Und noch mal hier so ein schönes Eichenblatt dazwischen. Gibt es noch mal richtig tolle Farbabwechslung und es wird richtig schön natürlich und herbstlich. Man sieht das hier schon. Ich bekomme das natürlich nicht super rangedrückt, aber das gibt nachher natürlich die Natürlichkeit. Wir haben einen 3D-Effekt. Es bleibt trotzdem haften. Es ist dann natürlich und ich finde, jetzt kommt auch richtig toll der Herbst jetzt da hinzu mit diesen Brauntönen und da werde ich abwechselnd die Blätter ranmachen. Und die kleinen Efeublätter, die kommen jetzt auch noch dazu. Jetzt wird es richtig bunt hier oben auf dem Kürbis und das mache ich jetzt auch wieder einmal rundherum. Da könnt ihr auch jetzt wieder euren Fantasien kompletten freien Lauf lassen und ich werde die jetzt hier noch mit einarbeiten. Ich habe hier die Stiele jetzt vorher ein bisschen abgeschnitten, kann ich sie doch besser randrücken und ja, arbeite die jetzt hier auch noch mal mit rein. Und es geht weiter mit den Hortensien. Guck mal, ich liebe diese Farben, das ist so wunderschön und wie, ja, wie unterschiedlich. Vorher waren die richtig saftig blau, mittlerweile kommen sie jetzt in die lila Töne und auch hier werde ich von hinten jetzt den Leim ranmachen, das Potsch und die Stiele ein bisschen abschneiden und hier oben rauflegen. Und die ganz kleinen Hortensien, die sind natürlich ein bisschen kleiner von der Blüte her und die sind perfekt jetzt für die Lücken, um die noch mal ein bisschen aufzufüllen. Der erste Kürbis ist fertig und jetzt zeigen wir euch, hebt den einfach mal ein bisschen an und das ist doch wirklich ein tolles Farbspiel, herbstlich, bunt, also der Herbst kann kommen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt, wir haben ja noch den grünen und den gelben und die mache ich auch noch mal fertig für euch. Und die anderen beiden sind auch fertig. Hier der grüne, wir zeigen euch das mal. Da habe ich richtig schön Leim dran gemacht. Potsch-Leim, weil die wirklich dickblättrig sind. Und ich habe Angst, dass es sonst nicht hält. Ich gebe euch aber ein Feedback. So, hier habe ich einfach komplett Blätter gemacht. Alle Farben, die wir hatten. Und den kleinen habe ich nur ganz bisschen. Guck mal, das ist doch auch süß, Ja, oder? das sieht Sogar richtig schön aus. wirklich nur so ein bisschen Hortensien und ein bisschen Grün aus dem Wald. Und das lassen wir jetzt an der Seite trocknen. Und das soll ja nun eine Deko für uns auf der Terrasse sein, die überdacht ist. Und damit wir noch ein bisschen was Kuscheliges an Licht haben und sehr natürlich, fangen wir nämlich an. Wir nehmen hier einfach nur eine ganz normale Vase. Und ich habe ja die Thuja geschnitten bei uns hinten. Und ich werde mir jetzt hier mit der Gartenschere, ich werde einfach nur mal vorher eben gucken. Ich nehme heute die Heißklebepistole und werde mir jetzt hier, ich würde mal sagen, so leicht mittig, weil hier wollte ich gerne einen längeren ranmachen, Heißklebe ranmachen. Fixiere mir jetzt so ein bisschen die Thuja da drauf, schneide mir das unten ab. Und ich habe gute Erfahrung, ihr könnt danach super den Heißkleber wieder entfernen, einfach ein bisschen mit heißem Wasser
Und dann löse ich das super, ohne irgendwelche Schäden anzurichten. Und ich möchte jetzt hier höhenverschieden einfach die Thuja einmal rundherum mit dem Heißkleber fixieren. Und da wir noch diese Hortensienblüten haben, klebe ich die mir einfach hier nochmal so dazwischen. Und hier oben, wenn die so ein bisschen abstehen, finde ich eigentlich auch ganz schön, aber kann man sich natürlich einen kleinen Klecks Heißkleber ranmachen und das auch noch mal fixieren. Und das passende Windlicht, würde ich mal sagen. Genau, Windlicht ist nämlich jetzt fertig. Wir haben jetzt hier die Thuja fixiert mit der Heißklebepistole. Ich habe mit den Blüten von der Hortensie ein bisschen geschummelt. Und zwar habe ich da Heißkleber reingemacht, dagegen gehalten. Und gut, der ist jetzt ein bisschen locker, aber dann konnte ich noch mal ein bisschen Stabilität der Thuja geben, damit sie auch richtig gut haften kann. Und was fehlt natürlich? Eine LED. Und das ist eine Echtwachs-LED-Kerze. Die sind immer total schön. Die haben auch einen Timer, 6-Stunden-Timer, genau. Und ich finde, ich stelle das einfach mal eben hier so hin. Und 24 Stunden müssen die jetzt trocknen. Und dann zeigen wir euch doch nachher das komplette Gesamtpaket. Und das war unser Thema heute. Selbstgepotschte Kürbisse mit ganz viel Natur. Und es hat so viel Spaß gemacht. Das ist wirklich eine tolle Arbeit. Und das werde ich definitiv oder wir machen wir öfter, oder? Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, Das wirklich. schön bunt. Genau. Schön bunt, aber sehr natürlich. Und das kommt nämlich heute bei uns auf die überdachte Terrasse. Das wird richtig gemütlich und ihr Lieben, wir hoffen sehr, dass wir euch heute inspiriert haben. Also gerne auf Facebook, Instagram mal folgen, Bilder schicken, wenn ihr was nachdekoriert. Kommentare freuen wir uns und wir sagen bis bald. Bis die nächsten Tage, eure Conny und Euer Micha, der Kameramann. genau. Und hier unten in der Videobeschreibung, guckt doch mal, da ist der Link zu unserer Homepage und da findet ihr nämlich Dekoartikel wie heute zum Beispiel, nämlich diese LED-Kerze. Super das ganze Jahr. Genau, mit Timer und nur mal so noch nebenbei gesagt. Also ihr Lieben, ich freue mich auf euch, eure Conny und Micha. Tschüss! Tschüss!